relativ lange noch abgewartet, muss ich sagen. Eigentlich nicht. Und weil wir die Hoffnung hatten, dass es vielleicht doch noch in Wedding geht, das nicht geplant war. Und dann haben wir eigentlich zum letztmöglichen Zeitpunkt umgeswitcht und sagen, dass die Senatsverwaltung uns da auch sehr gut unterstützt hat und auch der Berliner Verband, also haben alle zusammengewirkt und haben das noch ganz gut hingekriegt. Ich bin ganz ehrlich, ich war noch nie in diesem Weltblechpalast vor dieser deutschen Meisterschaft. War sehr oft auf dem Areal hier, ich kenne auch die Trainingshalle, aber da war ich noch nie drin, habe ich gehört, Weltblechpalast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Ding. Das strahlt Geschichte aus, das hat Patina, das ist auch bunt, ich fand es super. Und jetzt, wo auch heute vor allem das Ding voll war, die Atmosphäre war klasse, wie Sie es wahrgenommen haben. Es sind ja auch viele Berliner hier gewonnen, netterweise, praktischerweise. Also das fand das eine tolle deutsche Meisterschaft. Und organisatorisch, muss ich sagen, hat alles funktioniert. Also alles klar. Und auch, absolut. Bin zufrieden. Mhm. Die sportliche Seite, die Claudia Pfeiffer ja beschrieben. Natürlich hätten wir auch gerne eine größere Breite gehabt. Also auch mehr Teilnehmer, schlicht und einfach in den einzelnen Disziplinen. Das kann man aus dem Stand nicht machen. Ich war allerdings letzte Woche bei der Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaft in Dortmund. Und vor allem bei den Mädchen im Advanced Novice im Juniorenbereich sind wahnsinnig viele Läuferinnen. Da habe ich schon die Hoffnung, dass einiges sich entwickeln und dass das natürlich ein bisschen mehr passiert. So ein paar Lauf in ein paar Disziplinen, ein paar Lauf im Eisland sind wir ohnehin gut aufgestellt. Von daher glaube ich, wird das schon in eine positive Richtung gehen. Was wir natürlich schaffen müssen, ist insgesamt dafür zu sorgen, dass das Augenmerk noch stärker auf das Eisnusslaufen gerichtet wird. Das Auge, dass wir nicht in voller Stärke im Paarlaufen vertreten waren durch zwei verletzungsbedingte Absagen. Aber ja, das bleibt leider nicht aus. Die Sportarten, alle Disziplinen haben eine sehr hohe Belastung. Wir befinden uns kurz vor den Saisonhöhepunkten. Das ist ja wirklich eine enorme Herausforderung für jeden von euch, in der Phase gesund zu bleiben, in der Phase auch trotzdem weiterhin noch auf den Höhepunkt hinzuzuarbeiten. Ihr habt das heute alle wirklich gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf das, was wir heute sehen können. Natürlich auch nochmal Gratulation an euch beiden für den bisherigen Saisonverlauf mit einer kontinuierlichen Steigerung. Ich freue mich, würde mir sehr wünschen, wenn das so weitergeht. Und wir haben wir zeigen gerade eben auch, denke ich, und das ist ganz wichtig für uns als Deutsche Eislaufunion, wir haben das Potenzial. Wir sind in den Europameisterschaften auch mit einer vollen Mannschaft vertreten. Wir haben sogar in ein paar Disziplinen entsprechend zwei Startplätze. Ich denke, es ist legitim zu sagen, das wollen wir mindestens halten. Und der Rest ist wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte. Zur Saisonbilanz, auch da zeigen wir durchaus, dass wir vielleicht auch wieder aus dem Tal der Tränen nach den Olympischen Spielen letzten Jahren uns langsam wieder rauskämpfen. Ich bin auch sehr stolz zu sagen, dass wir im Zwischenfazit, was die Medaillenbilanz betrifft, über alle Disziplinen und auch Leistungskategorien mit dem Nachwuchs einbegriffen, haben wir schon über 20 internationale Medaillen gesammelt bis jetzt. Das ist eine gute Bilanz, das ist eine deutliche Steigerung zu dem, was wir die letzten zwei Jahre hatten. Es zeigt eben auch, dass was nachkommt, dass wir Potenzial auch haben in dem Junioren- und Nachwuchsbereich und eben natürlich auch mit Blick auf die Olympischen Spiele, dass wir eben durchaus im Rennen sind, dass auch noch nichts entschieden ist und auch noch nichts vorbei ist oder nicht.